Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW Nummer 4. Wir machen eine kurze Rangierfahrt von der New York Penn Station nach Sunnyside Rangierbahnhof mit einem M-Fleet Steuerwagen. Legen wir los. Wir stehen hier in der New York Penn Station und können eigentlich auch mal eigentlich direkt abfahren, oder? Schlüsse gezogen. Okay, wir müssen mal ganz kurz ein bisschen Licht machen. Schlüsse gezogen, das heißt, wir müssen da einmal auf vorwärts, genau. Und klein mit sollen wir noch warten. Mikrofon. Ja, es ist sehr gut, wenn man das immer hier mitten im Bahnhof macht. Haben wir erstmal einige Klagen am Hals. Wie kriege ich denn das Ding jetzt wieder aus? Glocke, ne? Bell, BB, genau, das war's. So, schauen wir uns mal ganz kurz von außen unseren Zug an. Ich glaube, mit dem Steuerwagen bin ich auch noch nie gefahren. Also eine kleine Premiere für mich. Wahrscheinlich vor Urzeiten mal, als es den noch in TSW 1 gab, damals noch TSW 2020, meine ich, ja. Und rechts von uns ein weiterer Zug. Sehr schön. So, haben wir einen Exceller hier auch irgendwo da rumstehen? Das ist gar nicht. Hier sind die Kopfgleise. Wir sollen noch eine Minute warten, da können wir uns noch ein bisschen umschauen. Hier noch ein Amtrak-Zug. Hinten fahren die Züge der Island, Long Island Railway. Auch sehr schön. Sehr cool gemacht. Irgendwas fährt rein. Fährt noch ein Long Island-Zug rein. Also Penn Station ist schon mittlerweile auch sehr gut. Der neue Fahrplan ist ja auch cool, die haben ja auch noch, haben uns ein bisschen verbessert. Merkt man ja, dass es eigentlich nicht am Ruckeln ist. Dann müssen wir gucken, wie es gleich bei der Fahrt ist. Ja. Haben wir alle Züge erwischt? Hier steht noch, hier stehen die New York Transit, also die Regionalzüge. Und wir haben gleich Ausfahrt. So, dürfen wir? Nee, wir haben noch rotes Signal. Hier mache ich irgendwie dieses Licht, dieses flackernde Licht auch wieder aus. Weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Spitzsignal gedimmt. Jawohl. Wir dürfen. Langsame Ausfahrt, 15 mph. Das ist ja alles nur eine Rangierfahrt. So, erstmal vielleicht die Bremse lösen. Ich denke mal, die wird noch angezogen sein. Jawohl. Und auf geht's. Ausfahrt. Und wie lange wir fahren? Habe ich mir, glaube ich, auch noch nicht angeguckt, den Sunnyside-Rangierbahnhof. Jetzt geht es erstmal durch den Tunnel hier raus. Sieht aber eigentlich auch ganz cool aus, ne? Penn Station. Der Tunnel hier gefällt mir ziemlich gut. Wir dürfen übrigens 15 lieber labern. Ich fahre einfach mal 30 bei 15, ne? Kann man mal machen. Vergiss das aber auch schnell, dass diese britischen und vor allem US-amerikanischen Bahnhöfe echt so niedrige Geschwindigkeiten manchmal haben. Ja, ich weiß, wir sollten eigentlich 15 fahren. Und wir lassen ihn einfach mal ein bisschen rollen. Bis ca. 60. Ja, es war ein langer Ruckler, aber ich hoffe ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich irgendwie an meinem Prozessor liegt, dass er so einen langen Ruckler hat oder dass eventuell das tatsächlich an den Strecken liegt, dass die Strecken einmal alle neu reingeladen werden müssen. Das hatte ich früher eigentlich auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, es ist zum Beispiel deutlich besser geworden schon auf der Salzburg-Strecke. Nachdem ich die das erste Mal abgefahren bin. Also vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass man einmal ein Streckenstückchen abfahren muss. Sieht schon ziemlich cool aus, hier durch den Tunnel zu jagen. Gefällt mir. Meilen, also ein kleines Stückchen ist das sogar bis zum Sunnyside Rangierbahnhof. Oh, da legt sich aber jetzt hier ein Wolf. Uiuiui.
war, glaube ich, der längste Ruck, den ich jetzt mal TSW hatte. So, 64 mph, wir können wieder so ein bisschen reingehen in die Bremse. Noch ein bisschen lösen. Perfekt. Dann nochmal ein bisschen Leistung. Raus. Und dann haben wir gleich heizeigende Signale. Komm mal, ein bisschen mehr Leistung. Gehen wir hier mal wieder raus. Meilen noch, bis wir dann stehen sollen. Ich glaube, gleich müssen wir schon ein bisschen langsamer, ne? Approaching 20. Maximal authorized speed. Oh, 20 ist jetzt aber wirklich wenig. Lassen wir ihn mal ausrollen. Noch am Abend, 19.13 Uhr, welches Jahreszeit haben wir? Oktober. Also am Abend einmal den Zug bereitstellen. Hier sind wir noch ein bisschen von New York. Das sind ja eher die Vororte, ne? Die Hochhäuser sieht man leider gar nicht im Hintergrund, ne? Ich weiß noch nicht, ob wir gerade auf Manhattan zugucken. 15 mph. Na, dann müssen wir eventuell diese Anzeige nochmal anschalten. Wo ist die? Welche ist es denn? Ne, die ist es nicht. Die ist es. 3 mph? Ernsthaft, 3? Kannst du doch keiner erzählen, dass man mit 3 mph in Rangierbahnhof fährt. So, wir fahren jetzt hier runter. Fahren auf jeden Fall erstmal 15. Und 3,5. Krass. Brauchst du ja Jahre. Obwohl, das ist erst nach der Stelle, wo wir anhalten sollen. Also alles gut. Noch ein bisschen bremsen. Ich weiß nicht, ob Sunnyside damals auch schon dabei war bei der alten Version der Strecke. Da gab es ja auch so einen kleinen Rangierbahnhof. Kann sein. Warum stehen wir jetzt gleich? Habe ich immer noch eine Bremse angelegt? Ja, habe ich. Ich wollte gerade sagen, warum stehen wir denn gleich? Darin könnte es natürlich liegen. Und 1,5% Steigung. Na komm. 184 Yards noch. Boah, jetzt wird es wieder mehr, ne? Müssen wir doch noch durch die 3 mph Zone? Kann sein. MPH finde ich hier schon krass. Also das wird, glaube ich, nur rot, die ganze Linie, weil ich immer zu schnell war. Mal von außen gucken. Interessant, dass der auch nur mit Lichtern oben fährt. Ist das richtig? Oder soll der auch Lichter an der Seite haben? Spitzen, ja. Abtastlichter, fein. Was sind denn Abtastlichter? Ich habe keine Ahnung. Oder müssen wir jetzt, das ist die Waschanlage, die 3 mph. Das ist die Waschanlage. Ah. Wir fahren nochmal kurz waschen. Ist auch cool. Jetzt stehen wir natürlich.
Aber es ist, glaube ich, in Ordnung. Sonst kann man das schlecht abschätzen. Wir machen mal Stufe 1 und lassen ihn rollen. Er rollt nach hinten gerade. Probier's nochmal. Komm, Leistung. Warum rollen wir nach hinten? Jetzt nach vorne, okay. Stufe 2. Stufe 1. Und langsam durch die Waschanlage. Man, das sieht nicht wirklich, aber sieht schon relativ cool aus, ne? Ich glaube, lange nicht mehr durch eine Waschanlage in TSB gefahren. Es gibt ja so ein paar. Also in München haben sie dargestellt. In, ich glaube, auf East Coastway gibt es den auch. Und ich meine, ich bin hier damals auch durch die Waschanlage gefahren. Als ich vor Urzeiten damals schon mal auf der TSB 2020 Strecke gefahren bin. Langsam hier durch. Dann haben wir immer noch 300 Yards. Krass. Ach ja, ich glaube, wir fahren so einen Bogen. Ne? Kann das sein, dass wir jetzt hier so einen... Genau, wir fahren so einen Bogen und sind dann da wieder, wo wir hin sollen. Da ist so der andere Zug, der auch noch rumfährt. Okay, interessant. So, wir sollten vielleicht wieder ein bisschen beschleunigen. Stufe 2. Eins hoch. Und dann dürfen wir gleich sogar in 400 Yards 5 km/h oder 5 km/h. Slowly. Aber muss auch sein, ne? Dass Zug dann gewaschen wird. Kannst du nochmal an, wenn wir hier rauskommen. Ach, guck mal, da ist so eine Alarm, fast so wie so ein... Naja, Alarmanlage nicht wirklich. So ein bisschen wie... Hätten wir irgendwie eine Blaulichtanlage auf dem Dach oder sowas. Die Lichter da oben drauf. So 8. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass wir zu schnell sind. Aber ich lasse ihn jetzt ausrollen. Weil wenn ich jetzt in die Bremsen gehe, stehen wir eh gleich wieder. Dann noch 5 mph. Mann, ist das schnell. Und dann gleich 8. Ja, die fahren wir ja schon. Hier sehen wir den anderen Zug, der gerade... Oh, hier unten fahren auch Züge ran vorbei. Sehr schön. Fahren wir da drunter durch? Ich glaube, wir fahren drunter durch, ne? Nicht drüber. Genau. Hier fährt noch ein Zug. Ganz schön viel Zugverkehr. Wir sehen ihn nur leider nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir ihn hier oben beobachten können. Da fährt er. Sehr schön. Das ist ein M-Track-Zug. Nee, Doppelstopp, ne? Langer Doppel... Oder es war das jetzt... Nee, es war, glaube ich, ein Dingszug, ne? Long Island. Sehr cool. Wie schnell fahren wir? 7. Okay. Wir gehen gleich wieder in unser Zug. Ist nur gerade spannender hier oben. Aber noch was hier lang kommt? So, wir gehen mal wieder in unseren Zug. 15 dürfen wir. Ups, das ist sehr gut. Nach vorwärts. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich jetzt mal auf... Richtungswende abgeschaltet. 15 sogar. Ui. Jetzt fahren wir mal den großen Bogen. Und jetzt wieder 5. Wo kam denn die 15 her? Wo müssen wir jetzt genau hin? Ach, hier in die Abwehranlage. Passt, da guck mal, wie viele Züge hier auch passen. Ich meine, wir sind jetzt nach der Rush Hour, die ersten Züge werden jetzt abgestellt. Beziehungsweise das Amtrak CTR, also vergleichbar mit deutschen IC-Zügen, also Long-Distance-Züge, diese Amtrak-Züge. Ich würde sagen, auf der, zumindest auf dem Northeast Corridor, wo wir hier unterwegs sind, würde ich sagen, diese Amtrak-Züge, die wir jetzt hier haben, ist der IC und die Acela Amtrak-Züge, das ist der ICE. Auch mal da oben fährt ein anderer Zug drüber, sehr schön. Leicht bergab. Das heißt, wir müssen eigentlich die ganze Zeit jetzt einbremsen.
Seid mir nicht böse, wenn ich es nicht tue. Dann wird der gleich mal abgestellt, 0,6 Meilen. Wir nähern uns immer weiter wieder an. Jawohl, jetzt gehen wir wieder auf die Yards runter. Und ich lasse ihn einfach rollen. Wie schnell er wird. Hoffentlich nicht zu schnell. Aber ist ja auch keiner an Bord, ne? Von dem Zug. Ich glaube, da hinten ist ein weiterer Zug. Jetzt sind wir wieder auf der Ebene, das heißt, wir könnten gleich wieder Geschwindigkeit verlieren. Aber ist in Ordnung, wir dürfen eh nur 5 eigentlich. Und gleich sogar 8. Wahrscheinlich, weil hier einfach Leute rumlaufen, ne? Wir sind ja mitten im Werk. Und da läuft der ein oder andere Arbeiter einfach mal dann noch über die Schienen. Und deswegen sollte man hier nicht so rumheizen. Ergibt alles Sinn. Wir können ja nochmal warnen. Dann haben wir zumindest diese flackernden Lichter. Dann sollte die Leute hier vielleicht ein bisschen besser gewarnt sein. Ja, wir fahren immer noch bergab. Ja, und wir fahren 15. Wo ist denn hier unser Spot, wo wir hinfahren? 16, ja, vielleicht sollten wir jetzt mal so ein bisschen aufpassen. Minimale Reduktion. Wir gehen wieder, lösen wieder. Und dann fahren wir jetzt langsam auf unseren Parkplatz, wenn man so möchte. 250 Yards noch. Ist mal ein bisschen langsamer, ist ja eine ein bisschen langsamere Fahrt. Aber fand ich ganz nett, vor allem kurz da durch die Waschanlage zu fahren. Vielleicht machen wir das ja nochmal am Tage, die Runde. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, eine sehr kurze Fahrt. Vielleicht schlägt die TSW einfach nochmal vor. Und dann haben wir das die Sunnyside Rangieranlage auch mal gesehen, beziehungsweise bei Nacht gesehen, ne? Da oben zu der nächste Zug. Das ist schon krass, was hier ein Zugverkehr unterwegs ist, ne? Meine Long Island Railroads ist, glaube ich, auch die meistbefahrene Zugstrecke der Welt. Mal gehört. Deswegen war es damals schon ein bisschen peinlich, als DTG das erste DSC davon rausgebracht hat und da einfach kein Zugverkehr drauf war. So, wir nähern uns an. Minimale Reduktion. Reicht nicht, wir gehen in die Bremskraft. Ein bisschen mehr in die Bremse drauf. Jawohl, stehen. Perfekt. Das war schon. Und das war unsere kurze Fahrt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und war mal was Entspanntes. Wir sehen uns in der nächsten Folge, vielleicht mit etwas aufregenderen wieder. Vielleicht mal mit der schnellen Fahrt. Aber das finde ich ja gerade cool, dass man hier immer auch so langsame Fahrt, dann hat man wieder schnelle Fahrt, dann hat man eine S-Bahn, dann hat man mal. Das wechselt sich ganz gut durch. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.